Minuten, da sind sie quasi explodiert. War schon fantastisch. Ja, das stimmt. Am Anfang hatten sie noch ein bisschen Probleme im Spielaufbau, hatten da einige Ballverluste. Man hat keine große Party gefeiert nach dem 6-0, aber man hat sich ja konzentriert, gefreut und ist auch da konzentriert da, nach die erste Möglichkeit. Schade. Nachdem da die belgische Keeperin patzt, Chance für Mara Alber von der TSG aus Hoffenheim. Das war jetzt wieder ein bisschen eine typische Situation für Deutschland, weil sie wirklich sehr gut sind im offensiven Anlaufen, sehr hohes Pressing. Das ist auch gegen Österreich häufig aufgefallen. Da sieht man es wieder. Und schon wieder die Chance. Die Belgierinnen. Nathalie, ist das natürlich großartig. Ja, für den Frauenfußball ist es gut. Und ich denke, dass auch Länder wie Neuseeland und Australien... Ja, eine wunderbare Entwicklung. Und ich glaube, jetzt zum ersten Mal auch wirklich nachhaltig. Ich habe schon ein paar Mal so gedacht. 2-7. Hemmungslosen Abschiedsabend, der dann fotografiert wurde von der Boulevardpresse. Und hier gibt es den ersten Abschluss der Belgierinnen. Ich glaube, da um 20. Da ist ja die Bewerbung jetzt raus. Wäre toll, wenn wir die kriegen würden. Aber jetzt schauen wir mal kurz auf die Belgierinnen. Jetzt sind sie nämlich wirklich vor dem Tor. Ja. Nicht so easy. Hat sie aufgepasst hinten. Schiller führt direkt aus. Und jetzt ist der Ball in der Box. Schade. Aber die Belgierinnen wehren sich und sie wehren sich erfolgreich. Chance hier in diesem Spiel bisher notieren können. Und wir sind schon in der 33. Spielminute. Und jetzt müssen die Deutschen aufpassen. Flanke ist gut da nach vorne. Butibi. Überstehen, muss sich da so ein bisschen rausbringen aus dieser Situation. Ja, sie will einen Elfmeter. Kriegt ihn aber nicht. Da hört man gleich das Publikum im Hintergrund. Ja, Publikum buht. Ja. Und jetzt vielleicht mal ein Umschaltmoment unserer Mannschaft mit Schnelligkeit. Dann muss sie aber wieder ausweichen. Belgierinnen laufen vieles ab, vieles zu. Oh. Der ist sauber. Yes. Und jetzt macht sie das Tor. Sehr schön. Das ist natürlich klasse. Oh, da hat sie sich sehr, sehr gut durchgesetzt. Das ist natürlich klasse. Franzi Getz, deine Münchnerin. Ja, ich glaube, den hätte sie erst ganz gerne viel lieber auf dem linken Fuß gehabt, aber hat sich dann sehr gut gedreht und nochmal von der Gegnerin ein bisschen entfernen können, sodass sie zum Torabschluss kam. Das hat sie wirklich sehr gut gemacht. Franzi Ketti auch gegen Österreich schon getroffen hat. Das möchte ich gerne nochmal sehen, wo dort auch die Torhüterin steht. Wunderbar. Hier setzt sie sich körperlich gut durch, dass sie als erstes am Ball ist. Ja, und dann steht die Torfrau natürlich nicht gut. Im Prinzip komplett Freieck das lange Eck offen. Ja, und dann muss sie nur reinhebeln, macht das dann gut. Hier im 1 gegen 1 in der Situation gegen Boostels. Das ist wie früher. Ja. Hier zählt die erste Entscheidung. Vor allem, man sieht ja bei der... Belgien ist da! Und Belgien ist immer noch da. Ja, ein bisschen Billardfußball. Souverän sieht anders aus Sicht der deutschen Mannschaft. Also Standard für Belgien. 6 Minuten noch bis zur Halbzeitpause. Ein 1-0 für die deutsche Mannschaft seit der 36. Minute. Franzi Kett vom FC Bayern. Aber Vorsicht! Da willst du ja schon der Torfrau in Blau, da Rebecca Damczyk sagen, komm ein bisschen. Das ist genau die Situation für Super Lauf. Schade. Ja, nochmal. Man sieht, Nachtigall ist erneut. Alba beim Eckstoß. Segelt wieder rein und jetzt ist Halbzeit hier. Also, 1-0 bei den Deutschen. Ja, das stimmt. Sie haben sich ein bisschen schwer getan. Tor. Aber eigentlich auch interessant, dass die beste Torschützin bzw. hier die zentrale Mittelfeldspielerin diejenige ist, die die Ecke schießt. Oh! Und er ist drin, ja!
Der ist drin. Es ist das 2-0 für die deutsche Mannschaft. Mara Alba. Es müsste Alba gewesen sein, ne? Gerade haben wir noch über sie gesprochen. Unternommen hat. Wir müssen ja nochmal genau hingucken. Ja. 52. Minute auf jeden Fall. Die deutschen Fahnen wehen wieder in Belgien. So, jetzt gucken wir auf diese kurz ausgeführte Ecke. So, dann ist es im Prinzip, ja, eine verunglückte Flanke oder gewollt, das ist die Frage. Ich glaube, es ist gewollt. Ich glaube, das wollte sie so. Von der Torfrau, ja. Wieder wie beim ersten Gegentor, wieder der Torwartfehler. Also mit dem Ergebnis wäre der erste Step quasi schon mal getan mit der Qualifikation für die WM. Sauberes steht Klingel. Aber trotzdem noch ein sehr interessantes drittes Gruppenspiel gegen Niederlande an. Was sie natürlich live zeigen, ist gar keine Frage. Geht. Torschützin zum 1-0. Und der nächste Distanzschuss an die Latte. Hat die Torfrau einfach nur geguckt und gedacht, hoffentlich fällt er hinter mir nicht rein. Ja, vielleicht ist es bei der Torfrau tatsächlich auch ein sehr gutes Mittel, das häufiger mal zu probieren. Das würde ich auch machen. Gelbe Karte gibt's. Müssen sie auch bei diesem Spielstand, das haben wir erwähnt, keine Frage. Kein Handspiel, kein Bauer. So, und jetzt. Der nächste Abschluss aufs Tor. Geht ein bisschen drüber. Sagen muss, dass da im Frauenfußball deutlich mehr darauf geachtet wird wie im Männerfußball, dass die wirklich sauber ausgeführt werden. Sehr gut. Was für eine tolle Expertin. Ein großes Kompliment. Das ist einfach schön, so wie du über Amerika erzählen kannst, die Unterschiede. Wenn die Spiele dann auch noch so positiv ausgehen wie jetzt in diesen beiden, dann ist es natürlich eine tolle Sache. Der war nicht gut. Der war nicht gut. Das ist die Einladung. Jetzt kriegt sie zumindest mal was zu fangen. Wahrscheinlich wollte sie das. Ich sagte, ich muss ja auch mal einen Ball halten können. Die erste Tat in Anführungszeichen, nachdem diese Tat hier misslungen war. Und dann der Abschluss zentral aufs Tor und trotzdem so anzugehen. Wie vorhin schon gesagt, um dann vielleicht tatsächlich zu sagen, man möchte unbedingt auch diesen ersten Tabellenplatz erreichen. Und auch nicht aus dem Rhythmus zu kommen.